Dem Himmel so nah, kein schöneres Unterfangen an einem solchen Tag. Kein Wölkchen, hervorragende Thermik, 60 Kilometer Fernsicht, Fliegerwetter eben. Selbst die, die auf dem Boden blieben, wussten das zu genießen. Tom aus Stolberg zum Beispiel ganze 2,5 Jahre. Mit seinem Vater hat er am Morgen den Fliegern zugeschaut. Bald ist es ein Lustiger. Ja, das schaffst du gleich, ne? Das Tat ist dein. Ja. Willst du nicht mitfliegen? Nein. Warum nicht? Der Papa hat nur dafür. Für die deutsche Lustig. Was? Da! Der Papa wäre geflogen mit dem großen Flugzeug. Ah, stimmt. Da ist noch eins. Da ist eins gelandet. Es sind die Segelflieger, die sich am Flugplatz Merzbrück bei diesem Wetter besonders gern abschleppen lassen. Christoph Kappenstein und Sebastian Schorn kurz vor ihrem Aufbruch in die Rhön zum deutschen Geburtsort des Segelflugs, der sogenannten Wasserkuppe. 538 Kilometer hin und zurück. Der Himmel für sie fast zu schön. Die Wolken schließlich wären dankbare Helfer, weil sie die Segler nach oben ziehen. Wir haben sie ein bisschen im Flachland schwieriger, erstmal wegzukommen. Deshalb wollen wir möglichst schnell rüber ins Sauerland, ins Bergische rein, weil da ist die Thermik garantiert besser. Wenn man richtig schön hoch ist und die Thermik ist gut, dann ist es einfach nur gigantisch. Nach wenigen Minuten auf 1000 Metern Höhe ist der Segelflieger ganz auf sich allein gestellt oder vielmehr frei wie ein Vogel. Ruhrsee.